Ich möchte jetzt begrüßen zunächst mal die Botschafter und Botschafterinnen, die sich bereit erklärt haben, uns bei dem wichtigen Thema Investment in Streumunition und Antipersonenminen gesetzlich verbieten, aus ihren eigenen Erfahrungen zu berichten. Und deshalb Frau Botschafterin des Großherzogtums Luxemburg, Martin Schommer, herzlich willkommen. Und Rainer Nieskens, da haben wir es richtig geschrieben, wenn nicht falsch, der Botschafter Belgiens, auch Sie herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Erfahrungen vermitteln wollen. Darüber hinaus begrüße ich nicht nur Herrn Küchenmeister, der ja Miteinlader ist. Herzlichen Dank, Herr Küchenmeister. Sie haben also wirklich die Mühe auf sich genommen. Ist nicht das erste Mal, wir hatten schon mal eine kleinere Runde. Aber ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Die wichtige Arbeit, die Sie leisten, ist auch für uns Parlamentarier sehr hilfreich. Und dasselbe gilt für Frau Sandra Lindenmann. Die ist die stellvertretende Sektionschefin des Eidgenössischen Departments für Auswärtige Angelegenheiten. Frau Lindemann, herzlich willkommen. Auch Sie werden uns berichten, was in der Schweiz geplant ist. Wir hatten den Kollegen aus dem Parlament gebeten, den Gerrit Hula heißt er, oder Gerrit, den ich persönlich mal in Genf kennengelernt habe, ein sehr engagierter Mensch. Ich bin sicher, dass mit Ihrer Hilfe und seiner Hilfe das auch in der Schweiz zu einer guten Lösung kommt, die vielleicht auch uns unterstützt. Dann ist der Herr Herkenhoff von der Commerzbank auf G und Sixter. Der Herkenhoff lässt sich leider entschuldigen und Sie müssen mit mir vorliegen nehmen. Mein Name ist Uwe Prim von der Commerzbank. Okay, herzlichen Dank. Wir sind froh, dass Sie da sind und uns auch etwas über den Ausstieg aus der Finanzierung sagen werden. Dann die Frau Reinhilde Weidacher von Ethics. Ich werde das jetzt nicht alles ausbuchstabieren, aus Schweden. Wo ist die Frau Weidacher? Frau Weidacher, herzlich willkommen. Wir sind sehr interessiert, weil das sind ja so technische Sachen, die uns als Abgeordnete immer ein bisschen fehlen. Und unsere Argumentation wird dadurch sicher besser werden, dass Sie uns berichten können. Herzlichen Dank. Dann kommt Frau Karin Bassler von Brot für die Welt. Frau Bassler, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Für Sie gilt dasselbe, das Engagement, was Sie einbringen in diesen Tag, das unterstützt uns in unserer Arbeit wirklich enorm. Herzlichen Dank. Und Frau Barbara Habe, die haben wir schon mal gesehen, von Urgewalt, wo ihr sie da hallo, Frau Habe, herzlich willkommen und danke, dass Sie wieder da sind. Und dann kommen die Abgeordneten. Frau Malschak ist da. Frau Malschak ist von den Grünen und die Grünen unter Federführung von Frau Malschak haben sich sehr um dieses Thema gekümmert und der Antrag liegt Ihnen auch vor. Die SPD wird sich diesem Antrag anschließen und ich hoffe, dass dann auch noch andere mit von der Partie sein werden. So, dann ist Herr Schnur von der FDP da. Herr Schnur ist Mitglied im Unterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung. Vielleicht kann sich dann die beiden Parteien, die eine Koalition bilden, auch noch dafür einsetzen, dass wir das umsetzen können, was wir hier heute besprechen. Herr Roderich Kieswetter von der CDU, der wird noch kommen, der hat sich entschuldigen lassen. Michael Groschek ist auch noch nicht da, aber er hat nicht gesagt, dass er nicht kommt. Also gehe ich davon aus, dass er kommt. Und last not least, Frau Inge Höger von den Linken. Wo sitzt sie mit der roten Jacke? Ja, und ich gucke da mit meinen schlechten Augen. Frau Höger, herzlich willkommen. So, wir wollen ohne langen Verzug und ohne lange Einleitung dann doch in die Diskussion gehen. Ich habe nochmal nachgelesen und das ist für mich der Kernpunkt auch der Diskussion, was die Bundesregierung in der Anfrage der Grünen zu diesem Thema ausgeführt hat.
Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, ich will das kurz zitieren, ich Herrn Küchenmeister das Wort gebe, da ist in der Antwort gesagt, das Übereinkommen enthält jedoch kein ausdrückliches Verbot der Investition in Unternehmen, die Streumunition herstellen oder entwickeln. Und ich glaube, wenn das so interpretiert wird von der Bundesregierung, dann ist es in der Tat notwendig, dass wir eine gesetzliche Handhabe haben, eben dieses Verbot einzuführen. Andere interpretieren das anders, aber den Streit will ich jetzt hier nicht aufmachen, sondern Herr Küchenmeister, Sie haben das Wort.